Ich habe heute in der Diskussion und auch schon bei einigen Analysen unserer Parteioberen, auch der neuen Führung mitbekommen, dass ich das Gefühl habe, dass noch nicht ganz angekommen ist, dass wir jetzt in der Opposition sind, sondern immer noch ein bisschen die Regierungssprache gewählt wird, was wir denn noch verändern können oder wirklich noch machen können. Ich denke, dass das Maß an Niederlage und dessen, was es bedeutet, wird jetzt oder heute wurde gesagt, dass was das finanziell bedeutet, auch natürlich an Einzelschicksalen für viele Mitarbeiter und Mitarbeiter, die Genossen sind und Genossinnen. Aber ich glaube, dass das, was kaputt gegangen ist, ja viel, viel mehr ist. Wir stehen jetzt bei 23% Zustimmung. Wir haben die Arbeit von Generationen von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten dahin gefegt. Und wir haben sicherlich auch in der Analyse gehört, dass dazu nicht nur eine falsche Regierungspolitik gemacht, sondern sicherlich auch verschiedene Bewegungen und auch verschiedene Ansätze und auch Erwartungen nicht mehr politisch reagiert. Wir haben den Draht zu vielen Organisationen gekappt, aber wir haben sicherlich auch oft nicht mehr das Ohr gehabt und nicht mehr das Maß an offenem Zuhören gehabt, wie es nötig ist für eine Volkspartei, die regieren will und die nicht nur Recht haben will. Und ich denke, das ist ein großer Unterschied.